Das ist eine übereilte Entscheidung, weil es stehen noch rechtliche Klärungen aus und der österreichische Nationalrat macht es nicht einmal, zumindest nicht einmal so wie Deutschland und die Niederlanden und wartet ab, was der EuGH, der Europäische Gerichtshof, zu diesem Abkommen sagt. Sondern nein, die Regierungsparteien machen Druck und wollen dieses Abkommen jetzt durchpeitschen, bevor es eine Rechtssicherheit gibt.